Es gibt natürlich Beharrungsmechanismen und Beharrungsvermögen. Und das ist unterschiedlich ausgeprägt. Und man kann positive Beharrungsvermögen durchaus auch bei imageprägenden Fragen feststellen und man kann negative feststellen. Und ich möchte das gar nicht bewerten. Es ist natürlich zunächst mal völlig legitim, Überkommenes auch zu musealisieren. Aber wenn ich natürlich ganze Regionen zum Freilichtmuseum machen würde, dann ist das natürlich auch ein Irrweg. Natürlich werden wir mit Kohle und Stahl identifiziert. Ist doch toll. Aber wir sind auf Zollverein und es ist kein Museum. So, wir sitzen hier an einem Hub der Kreativwirtschaft. Subkultur entsteht von unten und das ist das Geheimnis von Berlin oder von Leipzig. Da sind Dinge entstanden, ohne dass sich da jemand drum gekümmert hat, ohne dass sich die Politik drum gekümmert hat. Das hat junge Leute angezogen, die konnten dort etwas tun, was sie anderswo nicht tun konnten. Ich komme nach Dresden und die Leute fangen sofort an, vielleicht in einem etwas merkwürdigen Dialekt zu sagen, nur wie schön denn eigentlich die Stadt ist, ne? Und erzählen dem Fremden davon, wie schön sie ist. Und das ist ein Teil des Geheimnisses. Also es muss tatsächlich auch aus sich heraus etwas entstehen. Ich habe ein Problem damit, zu sagen, es gibt den Ruhri, es gibt eine gemeinsame Identität. Ich lebe zwar in Düsseldorf, arbeite hier in Essen, ich spüre diese gemeinsame Identität nicht. Das ist vielleicht auch schon ein Kern des Problems, über das hier gesprochen wird. Und deswegen brauchen wir nicht so viele Image-Kampagnen, sondern wir brauchen eine Identitätsmanufaktur, die uns klar werden lässt, was uns ausmacht. Und das ist heute ganz vielfältig auch zur Sprache gekommen. Aber die Geschichten werden nicht so erzählt, dass sie rüberkommen. Wir brauchen Städte, die deutlich umweltfreundlicher sind. Wir brauchen eine andere Mobilität, wir brauchen andere Wohnformen und wir brauchen eine dekarbonisierte Gesellschaft. Und das Ruhrgebiet müsste sagen, wir haben das hinter uns. Jetzt lösen wir aber die entsprechenden Probleme, die es sonst noch auf der Welt gibt, und zwar mit unserer Technologie, mit unseren Leuten. Und das muss ich rumsprechen bei jungen Menschen. Und damit kriegt man junge Menschen aus anderen Regionen Deutschlands und der Welt in diese Region hier hinein, die an dieser Problemlösung mitarbeiten wollen. Denn sie brauchen Zuwanderung von außen, um Innovation zu bekommen. Aus dem eigenen Potenzial wird das schwerlich funktionieren. Wenn sie so ein Image vermitteln könnten, wir arbeiten an der Lösung der Welt mit unseren Kapazitäten im Hochschulbereich, dann könnte man ein neues Image des Ruhrgebiets damit schaffen. Wir müssen zusammenführen, zusammen denken und zusammen agieren. Und wir brauchen auch eine Steuerung. Und ich habe großen Wunsch, dass sich Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft mehr zusammenschließen. Das zweite, Zusammendenken heißt Strategie. Dann zusammen agieren heißt Attacke und Leidenschaft und Begeisterung. Das wollte ich hier reinbringen. Es ist eine Illusion, dass man Zeitungen quasi als Verlagsbeilage im Dienst eines neuen Images betreiben könnte. Da laufen die Leute weg. Wir achten unsere Themenauswahl vor allem auf die Relevanz für die Menschen, die hier leben. Also weil als Regionalzeitung vor Ort muss ich die Themen aufgreifen, die die Menschen direkt betreffen. Wenn es gute Themen sind und positive Geschichten, dann glaube ich schon, dass wir uns auch ein bisschen mitfreuen, weil wir dann auch zum Image beitragen können. Storytelling ist wichtig. Es gibt ja Erfolgsgeschichten im Ruhrgebiet. Die größte ist für mich der BVB als Außenstehender. Ja. Das ist in den letzten Jahren eine bundesweit, europaweit Erfolgsgeschichte, die kennt jeder. Ja. Davon gibt es halt zu wenige. Es ist wertvoll und wichtig, dass es Projekte gibt wie zum Beispiel Phoenixsee, eine absurde Geschichte eigentlich, die aber genau im Sinne dessen ist, was Storytelling auch ist. Und natürlich machen Journalisten letztlich nichts anderes, als auf eine Geschichte aufspringen. Also auch ich habe die Geschichte von Phoenix erzählt und die ist irrsinnig gut. Und insofern muss man sich auf solche Projekte konzentrieren, die auch neue Bilder schaffen und das alte Bild, wie zum Beispiel Zollverein, umwerten.